Ja, ist natürlich ein großer Verlust für die Sportwelt. Beckenbauer ist über den Fußball hinaus eine schillernde Figur gewesen. Ein Mensch, dem Sie auch öfter persönlich begegnet sind, nehme ich an, ja. Ja, natürlich, wir haben uns eigentlich sehr häufig getroffen, sehr häufig beim Golfspielen, aber sonst auch bei diversen Veranstaltungen. Wir waren beide im Laureus Academy und haben da junge Menschen unterstützt, denen es sozial nicht so gut geht und so weiter. Und da haben wir eigentlich sehr viel miteinander zu tun gehabt. Wie würden Sie ihn als Mensch beschreiben? Ja, ist halt sehr, sehr zielstrebig und er ist eine schillernde Figur gewesen, weil er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg gehalten hat. Er hat immer gesagt, was er gemeint hat und hat auch sehr, sehr viel umgesetzt. Er war zielstrebig, hat sehr viel gebracht. Ich meine, als Sportler Weltmeister zu werden, als Trainer Weltmeister zu werden, als die Weltmeisterschaft nach Deutschland zu bringen. Also da gehört schon was dazu und da gehört irrsinnig viel Drive dahinter und das hat er auf jeden Fall gehabt. Er wird auf jeden Fall eine große Lücke hinterlassen. Was denken Sie, ist sein Vermächtnis? Also wie könnte man in seinem Sinn weitermachen oder wen braucht es oder welche Charaktereigenschaften? Franz Beckenbauer war natürlich ein großes Vorbild für viele, viele Sportler, nicht nur für Fußballer, sondern auch für andere Sportler, dass man mit Fleiß, mit Zielstrebigkeit von nichts sehr viel erreichen kann und dann auch sehr viel bewegen kann in der Welt, im Fußball, auch sonst auf jeglichem Bankett. Also das ist schon, da hat er schon was zusammengebracht, was ganz, ganz wenige Menschen zusammenbringen. Er hat ja dann auch in relativ hohem Alter schon sehr früh auch für soziale Events, wie auch Sie das machen, unternommen. Was sind da so die wichtigsten Dinge, die jetzt mehr Unterstützung brauchen, wo Sie auch dabei sind zum Beispiel? Naja, dieser Lareos Sport for Good Foundation, der ist natürlich wichtig, dass wir durch den Sport unterbemittelte Kinder, sei es in der dritten Welt, sei es in Deutschland, sei es in Österreich, oder sei es auf der ganzen Welt, dass wir durch den Sport denen ein besseres Leben ermöglichen. Und da hat er sich natürlich sehr extrem eingesetzt. Und der Franz Beckenbauer hat eben, der ist von nirgendwo hergekommen und er hat gesagt, er gibt zurück. Und das hat er auf jeden Fall gemacht und das, glaube ich, war eine seiner größten Eigenschaften. Sie haben gesagt, Sie haben ihn auch beim Golfspielen kennengelernt. Da kommt man ja schon mal zu der ein oder anderen natürlich persönlichen Plauderei. Abseits vom Rampenlicht, wie würden Sie ihn beschreiben? Was hat ihn ausgemacht als Mensch? Ja, er hat auch sehr, sehr, sehr einen großen Witz gehabt und hat sich auch selber nicht ganz zu ernst genommen. Und er hat eigentlich das, was er gerade gemacht hat, hat er gut verstanden und war ein guter Golfer, der sich auch am Golfplatz nicht zu ernst genommen hat und auch beim, wie soll ich sagen, er war schon ehrgeizig, aber trotzdem hat er das eigentlich mit einer großen Würde hingenommen, auch die schlechten Schläge und so weiter. Das hat er eigentlich auch Rückschläge verdauen können. Es ist ja so, dass Franz Beckenbauer ja einem großen Publikum bekannt ist, und zwar durch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten natürlich. Was denken Sie, wie soll man sich an ihn erinnern? Als großartige Person, als großartiger Mensch, als super Sportler, als Manager, als guter Trainer und auch als Familienmensch und ein guter Freund. Haben Sie auch seinen Sohn kennenlernen dürfen, den Joel? Ja, ich habe auch ihn kennengelernt. Ich habe seine ganze Familie eigentlich kennengelernt und im Laufe der Jahre und ja, die Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Das ist und er hat auch so ertragen mit Würde.